Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Stegosaurus? Zuerst müssen wir einen finden. Du kannst ganz normal auf die Suche gehen oder du klaust ihre Eier. Das wird schnell ein starkes Weibchen anlocken. Aber sei gewarnt, das könnte wehtun. Die sicherste Möglichkeit, ihn zu betäuben, wäre es, fröhlich im Kreis zu laufen. Das überfordert ihn so dermaßen, dass du ihn schnell und zuverlässig betäuben kannst. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück, du kleiner Penner. Du kannst auch seinen toten Winkel ausnutzen. Der liegt direkt vor ihm. Sieh dir an, wie verzweifelt er ist. Eine andere, deutlich coolere Möglichkeit ist es, auf seinen Rücken zu springen und ihn kaputt zu knüppeln. Aber pass auf, wenn du nicht auf der richtigen Stelle stehst, kann das ganz schnell schief gehen. Wenn du ihn erfolgreich betäubt hast, kannst du ihn zum Beispiel mit Meobären füttern. Das wird jedoch ziemlich lange dauern. Wenn du normales Trockenfutter hast, geht das deutlich schneller. Neben der normalen, langweiligen Variante gibt es noch die freshen Tech-Stegos. Er lässt sich auf die gleiche Art betäuben und zähmen. Natürlich braucht er auch einen guten Namen, der genauso cool ist wie ein Tech-Stego. Nun zu den Fähigkeiten. Ein Stego hat extrem viel Leben und kann einiges tragen. Das macht ihn früh zu einem starken Kämpfer und zu einer effizienten Transporthilfe. Außerdem kann er seine Rückenplatten bewegen. Aber was bringt das? Das Geheimnis kommt überraschend. Wenn man die Platten schnell genug umklappt, entsteht ein starker Auftrieb. Mit ein wenig Übung kann der Stegosaurus abheben. Ist das nicht unglaublich? Elegant gleitet er sicheren Schrittes durch die Lüfte. Schneller als jeder Vogel. Darum ist auch der Stegosaurus bekannt als der König der Lüfte. Bullshit! Der wahre Grund ist ein wenig anders. Mit dem Verstellen der Rückenplatten erhält der Stegosaurus andere Vorteile. Klingt komisch? Ist aber so. Vor allem bei Tech-Stegos leicht zu sehen. Es gibt die gehärtete, die bewährte und die verstärkte Platte. Bei der bewährten Platte verursacht der normale Schlag einen rüstungsdurchdringenden Effekt. Das hat jedoch eher im PvP seine Vorteile. Dazu kommt, dass der Ertrag von Bären erhöht ist. Bei der gehärteten Platte wird der erlittene Schaden um 50% reduziert. Beim Ernten wird der Ertrag von Holz erhöht. Bei der verstärkten Platte erhält der normale Schlag einen Verlangsamungseffekt. Hier schön zu sehen an dem kleinen Flieger. Und du kannst mehr Stroh ernten. Der Stegosaurus hat neben seinem normalen Peitschenhieb die Möglichkeit, Gegner aufzuspießen. Das macht viele Dinos bewegungsunfähig. Der Effekt hält so lange an, bis dein Dino seine Ausdauer verbraucht hat. Du kannst währenddessen absteigen und mitwirken. Praktisch. Bei der Paarung startet das Weibchen mit einem Tanz. Sowohl normale als auch Tech-Stegos lassen sich recht einfach vermehren. Beide Eier brauchen gleich lang und schnell hast du deinen stegotastischen Nachwuchs. Wenn du deine neuen Tech-Freunde nicht mehr magst, kannst du sie entsorgen. Beim Ausbeuten erhältst du viele seltene Rohstoffe. Du musst dabei kein schlechtes Gewissen haben. Es war doch nur ein Roboter. Ihr schaltet jetzt besser ab. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Stegosaurus zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.